Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Budweiser. Budweiser, jetzt soll endlich mal vernünftig sein. Tschechisches Lager. Ich bin mal echt gespannt. Also wir hatten gerade ein voll leckeres Bier. Du meinst jetzt das Video. Das gute... Letzte Mal. Achso, das letzte Video natürlich. Der gute Landjäger Bierbräu. Landjäger. Mönchshof Landbier hatten wir gerade getrunken. Das war voll lecker. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung gewesen. Definitiv. Mal gucken, wie gut jetzt der Budweiser abschneidet. Das ist ja auch sehr lecker. Also ich tendiere ja direkt mal zu Gold. Kannst du mir aufschreiben, Prognose. Findet voll gut. Das glaube ich nicht jetzt. Das heißt Tim. Ja, das ist richtig. Er. Was kostet der Budweiser? Ist immer ein bisschen teurer als Hasselröder. Aber kann man sie halt unholesten. Tschechische Republik, Budweiser, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Ja, das ist ein Vollbier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Kickst du, also eigentlich sind ja kein Tschechisches. Oder ist Tschechien jetzt Deutschland? Dort verpasst. Aber gut. Ach, darf ich jetzt mal ausfüllen? Ja, mach endlich. Ich will nicht mehr. Kein Kopf mehr hier. Sehr schön. Deutsches Reinheitsgebot, ja. 5 Volt hat es. Haltbar ist es. Das Testbier des Budweiser. Hier heißen Enrico und Jens. Heute ist natürlich nicht der 2.9. Prognose. Gold oder Silber? Also, du sagst Gold, ja. Oder Silber. Oder Silber? Nichts von denen. Aha. Hier, nimm mal so einen tollen Deckel von Joybräu. Also, ich sage... Bronze. Nee, das mach ich nicht. Gold oder Silber? Silber. Hell no. Gut, falsch, Reinheitsgebot braucht schon mal hin. Ja, gibt schon mal einen Punkt. Also, naja, Schrott hat das noch nicht geschafft, du. Muss auch 5 Punkte. Auspacken oder wegpacken? Auf jeden Fall würde ich das auspacken. Ja, also auf jeden Fall. Guck mal, das hat hier so eine tolle Scheiße. Ja, das stimmt. Das hier drei ja. Banderolen und, naja, das Einzige, was du jetzt sagen kannst, ist eine grüne Pulle. Mehr kannst du nicht sagen. Das finde ich sogar positiv. Naja, dann eine 4 oder eine 3. Ja, 3. 3. Ja. Das ist wie, als wenn wir XXO spielen. Du machst ein Kreuz, ich mach mal einen Kreis. So. Ist das XXO? Das heißt Tic-Tac-Toe. Ich kenne bloß als XXO. XOXO. Preis unter 1 Euro. Ja, Preis ist schon gut. 1 oder 2? Also ich sag mal so. Ja, also ein Oettinger kostet 30 Cent, schmeckt aber meistens. Was würdest du dem Referenzbier Hasselröder eben? Dem würde ich auch noch einen Punkt geben, weil bei etwa 70 Cent ist. Dann eben Punkt. Ja. Alter runter, das ist für mich 2 Punkte so, 60, 50. Weil 40, 30, das ist ja bloß ein Rohrkrepierer dann am Ende. Ja. Also ein Punkt. Ja, wo ist denn der? Ach da. So, gut. Augensucht oder Augenflucht? Au! Du musst aufmachen und Glas füllen. Man sollte halt nicht mit rumspielen. Also aufpassen, niemals den Finger dazwischen machen. Oh, ja, toll. Was heißt denn, warum ist denn... Also wir haben Auspacken oder Wegpacken und Augensucht oder Augenflucht. Auspacken oder wegpacken ist die Verpackung, genau. Und Augensucht oder Augenflucht ist die Optik im Glas. Genau. Naja. Na, ich wollte ja nur mal, dass die Community das auch weiß. So, ja. Das kam mir gerade so vor, als ob du das nicht mehr weißt. Was ich natürlich auch immer wieder gut finde, ist, dass hier oben was ist. Ne? Das ist ja, aber trotzdem hast du bloß 3 Punkte gegeben. Ja, naja, dann müsstet schon. Muss schon irgendwas noch. Mehr bei sein. Ich meine, ich gebe ja Hasselröder auch nur 3 Punkte vom Auspacken oder Wegpacken. Oder was? Ja.
80 Euro, das ist ja auch nicht Dollar vom Aussehen her. Ja, aber halt passt immer nur 3 Punkte zu. Also, wenn man die alte Flasche oder die neue Flasche. Dann die alte Flasche war besser als die neue. Obwohl es die gleiche Flasche ist, aber das Etikett ist anders. Ja. So, also gucken wir mal. Ja. Muss ich schon selbst eingießen. Also diesmal mache ich das nicht. Ja, er macht das so, dass das alle sehen. Ich kann doch zukicken. Das will nicht so ganz sprudeln. Du meinst, naja, der ist sprudelt. Also. Der Schaum ist gut, nicht weltbewegend. Klar, definitiv. Also Aussehen, sehr hübsch. Sehr hübsch, fast volle Punktzahl. Ja. Der Schaum könnte besser sein. Ja. Stimmt. 4 Punkte. Ja. Hey, 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 hey. Kommt denn bei uns erreicht, wa? Kommt denn nur Hasso wieder ran, Alter? Da kommt nur eine gute Mönchshofsbräu. Ja, also Mönchshofsbräu. Landbier. Also Mönchshof oder Hasselröder, Alter, den Vergleich, den will ich mal testen. Ja, ey. Müssen wir machen. Hasselröder versus Mönchshof. Alter, ey. Das wird interessant. Luxe. Na dann, zum Wohl. Oh. Übrigens, jetzt ist vorbelastet, der hat eine ganze Kiste zu Hause. Ja, nicht. Gut, waren die letzten wenigen Flaschen aus der Kiste. Man schmeckt. Außerdem habe ich die Kiste geschenkt bekommen, die sind ja arme Schweine. Man schmeckt, dass es kein Deutsches ist. Kein bisschen malzig. Also ich schmecke jetzt nicht malzig, schmeckt jetzt überhaupt nicht, du? Nee. Da kommt diese würzige, leicht herbe und das Wasser. Das ist sehr leichtes Bier. Hm. Ja, definitiv. 8 oder 9. Ich tendiere ja zu 8. Warte, ja? Hm? Was bist denn jetzt so? Dann machen wir schon mal austrinken oder wegkippen. Austrinken. Auf jeden Fall austrinken. Ja. Spezialpunkte? Kommt aus Tschechien, wa? Spezialpunkt. Weltweit bekannt? Stimmt, ja. Naja, er kommt aus Tschechien. Ich meine, wäre, dann müsste ja jedes ausländische Bier Spezialpunkt kriegen, oder? Nee. Ich meine, klar, speziell ist es natürlich. Für Deutsche ist es ein tschechisches Bier natürlich speziell, ist richtig. Ja. Da würde ich höchstens einen Punkt erstmal geben. Ach so, okay. Da können wir aufrunden. die Aufmachung, also das auf jeden Fall, dass das hier mit eingraviert ist, definitiv ein Punkt. Der nächste halbe Punkt würde wahrscheinlich gehen an den Kronkorkendeckel hier, obwohl das auch auspacken oder wegpacken ist. Grüne Flasche, ich würde allem drum und dran würde 2 Punkte geben. Oder was würdest du sagen? Gut. So besonders ist die Zone. Gut, der Uwe, ich denke mal, der Uwe, der erübrigt sich eh. Du kennst das ja schon. Nein, weißt du doch ja nicht. Bitte schnell, ich will was anderes trinken. Nein, Spaß. Ja, was denn, 8 oder 9 hier? Naja, ich bin bei 8,5, oder du bist bei 9. Also, ne. Ja, dann macht er da. Also 8. Ne, mit. Ja, bevor wir gar nicht mehr fertig werden. Schon zusammengezählt? 1, 4, nein, ich trau mich nicht. 9, 17, 19. Ich meine, gut, den Uwe, den wird es wahrscheinlich 19, nicht geben, aber. 39, 22. Silber. Ja. Selbst bei dem anderen wird immer noch Silber. Was ist das andere? Und selbst wenn man jetzt hier den Doktor 9 wartet, ja nicht ist, wird immer noch bei 23 Punkten Silber. Budweiser ist eine Sauerei eigentlich, aber wenn Rico so ein Grießkram ist, hat es bloß Silber erreicht. 22 Punkte. 2 Punkte fielen bis zu Gold übrigens. Ja, schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Da ist ja noch ein Schluck drin.
Ja, ich hab den Uwe ja nie getrunken. Den gibt's doch ja nicht, warte mal. Den gibt's nicht, Mann. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Für Luft gibt's da nicht nach oben. Auf jeden Fall gut für jeden Geburtstag, gut für jede Feier. Das passt. Also, man kann auch sagen, bei Budweiser machst du nichts falsch. Ja, machst du nichts verkehrt. Ja, schon gut. Ja, und dafür deshalb auch Silber. Ein richtig gutes Bier. Kommt auf die Liste. Welches Bier schmeckt euch am besten? Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Genau, schreibt mal einen Kommentar. Wenn ihr jemanden kennt, den das Video gut gefallen könnte, dann könnt ihr gerne das Video teilen. Genau, verlinkt es, leitet es weiter. Haben wir natürlich nichts dagegen, ja. Interessant ist auf jeden Fall das Ranking. Ich denke mal, es wäre wirklich super, wenn wir so ein Jahresranking machen mit allen Pilzsorten. Und ja, alle. Biere. Ja, genau, alle Biere und dann die, die gleich sind, also die gleichen Punkte haben wahrscheinlich. Kaufen. Ja, dann nehmen wir das halt vom Testoleros-Konto, wo er total leer ist. So, ja, machen wir die. Müssen wir einen Kredit aufnehmen. Mhm. Man nimmt halt Kork und ein paar Reißzwecken, geht ja hoch. Kriegst du das mit und man muss ganz schön aufstoßen. Ja, das ist ja immer so, ja. Naja, weil es ist halt guter Sprudel. Das ist wie bei Kenwe, ja. Kenwe sprudelt auch gut. Ich muss sagen, ich mag es schon mit Kohlensäure, aber zu viel Kohlensäure ist dann. Noch nicht stört das nicht, schon okay. Dann fängst du Furzen an dann irgendwann. Ach. Scheiße ist, wenn der Furz was wiegt. Ja? Na, das kenne ich nicht. Das kannst bloß du in deinem Alter. Nee, der Teig bloß gehört von Matthias Botthoff. Machst du jetzt hier Werbung? Wer ist denn das? Ein Bodybuilder, also ehemaliger Profi-Bodybuilder. Der mit dem Shake. IFBB. Nee, das ist ja Markus Rühl. Der mit dem Bier-Shake. Ja. Und die trainieren doch miteinander. Die hatten Ach so. Ja, die haben da auch verschiedene Videos auch mit. Oh Gott. Ich sag jetzt nicht falsch. Thomas. Kannst du auch Jens sagen. Thomas okay. Kalweit. Die sind ganz cool drauf. Wir sind absolut, wie sagt man heutzutage, authentisch. Ja, die sagen, das, was sie auch meinen. Also, das Herz auf der Zunge, sagen wir mal so. Die sind ganz cool, die Leute. Ach ja, wenn irgendjemand, der jetzt sieht, die kennen, Top-Leute, kann man sich auch mal angucken. Ja, die haben 100 Pro auf dem YouTube-Kanal. Ja, na sicher, auf jeden Fall. Ist ja Mighty Matze, Markus Rühl. Dann ist das jetzt natürlich hier verlinkt, doch, halt, ist ja klar. Also, wer ein bisschen Fitness machen will, Bodybuilding vor allem, oder halt einfach nur Ernährungstipps haben möchte, der kann da auch gerne mal vorbeischauen. Sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen Entertainment ist auch dabei. Also, macht schon Spaß, die einfach mal nur zuzuhören. Wir werden auch mal ein alternatives Bier mal testen. Von Rühl 24. Sponsert ihr uns das? Ah, mal schauen. Einfach mal fragen, mal anschreiben. Wir sind arme Schweine. Ja, das ist sowieso bettelarm. Wir sind nicht nur arm, wir haben Schulden. Ja. Ach, bist du. Ach so, ich dachte, du bist schon fertig. Hab ich's gesagt, nach dem Rülpsen kommt der Furzen. Ich sehe, du meinst. Ich würde sagen, das nächste Mal, das kann ich ja schon mal vorstellen. Das nächste Mal. Boah, schon wieder. Schon wieder. Ich bin immer so aufgeregt, wenn wir ein Bier trinken. Dann macht der die Stifte kaputt. Ja, dann schnippst du, dann drehst du ein bisschen und wenn das hier oben dann sitzen wir hier mit Steintafeln und meißeln das einfach. Genau. Wenn die Videos halt ein bisschen länger an. Weil das kostet ja auch nichts und verbraucht auch kein CO2. So sieht's aus. Ja, bin ich dafür. Lass uns wieder zurück. Back to the roots. Eigenanbau, vielleicht so ein bisschen Hopfen und Malz. Ha? Hier, ja. Ja, Gerste, Hopfen, Malz. Ich weiß nicht, wie das wird. Gerade bei dem Acker hier nicht. Also wenn ich so sehe, also
bei den Standorten, die ich betreue, bewirtschafte, da habe ich auch ab und zu mal Hopfen, ohne Witz jetzt. Das ist der Schleier vor den Augen vom Tag davor. Oder kurz danach. Du wolltest eigentlich ein Bier holen. Ja, stimmt ja. Das war das nächste Test. Ah, ja. Können wir schon mal moderieren. Gut, dass du mich daran erinnerst. Und zwar... Ihr wisst ja, wie das ist mit alten Männern und Betreuung und so. Also schöne Grüße an die Bodybuilder, die sind hier alle verlinkt. Markus Rühl, habe ich mir gemerkt, kenne ich auch ein bisschen. Ah, man muss ja nicht immer nur die Großen trinken? Ich mal, Löschzwerg. Halt. Nörten Hardenberger. Gesundheit. Danke. Zeig doch mal. Genau so habe ich geguckt. Ich glaube, 11,2, Alter. Ja, nee, ist die Stappenwurze. Was hast du denn da? Ja, weil es mir genauso ging. Nörten Hardenberger Pilz. Pilsator hier. Oh Mann, ey. Löschzwergformat halt, ne? Ansonsten. Ansonsten liken, teilen, kommentieren. 22 Punkte gehabt, ne? Ja. Und das Allerwichtigste ist auch das immer noch das Abonnieren und das Teilen. Und folgt uns auf Insta. Genau, wir haben auch so einen komischen Instagram-Account. Rico hat es jetzt auch geschafft, zu Insta zu finden, ne? Endlich. Endlich. Wenn das so weiter geht, dann wächst auch unser Instagram-Account irgendwann schneller auf die 1000 als der Kanal hier. Genau. Und ganz wichtig, wir sind natürlich auch auf euch angewiesen, weil nur durch euch wächst dieser Kanal und kann der Kanal auch wirklich größer werden, besser. Ja, vielen Dank dafür. Bis dahin, macht's gut, Prost, bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.